Ja, liebe Studierende, ich grüße Sie heute aus San Diego am anderen Ende des Planeten sozusagen, wo ich für eine wissenschaftliche Konferenz bin, auf der es immer auch um kausale Mechanismen geht. Es ist eine neurowissenschaftliche große Konferenz, wo es immer auch darum geht, kausale Mechanismen zu identifizieren. Insofern halte ich die Augen offen, hatte auch kurz überlegt, Ihnen ein paar schöne Beispiele, quasi sozusagen wie so eine Art Videoblog oder sowas von der Konferenz für Sie zu machen. Aber das hat sich jetzt als nicht wirklich gangbar erwiesen, aber stattdessen können wir die Videoaufzeichnung wenigstens hier im Hotel machen. Heute in unserer kausalen Inferenz Vorlesung oder im Teil zur kausalen Inferenz in unserer Vorlesungsreihe Statistik 3 möchte ich heute noch letztlich Antworten, man könnte sagen, Antworten aus der Ökonometrie vor allem in den Mittelpunkt stellen. Die Ökonometrie, das hatten wir schon mal gesagt, als Fach krankt besonders daran, dass sie nicht einfach oder in den seltensten Fällen einfach eine randomisierte Zuweisung zu bestimmten Bedingungen machen kann, um zu schauen, was die Effekte sind. Zum Beispiel hätte man ja sagen können, bedingungsloses Grundeinkommen führen wir jetzt mal zufällig in 8 der 16 Bundesländer ein und in 8 anderen nicht. Und dann schauen wir, was passiert. Oder man hätte sagen können in der Epidemie, also in der Pandemie, Masken führen wir in Schweden nicht ein und in Norwegen auch nicht und in Finnland dann doch und in Dänemark wiederum nicht. Und das alles am besten zufällig, um dann zu schauen, was der Effekt ist. Und dann sagen zu können, hat denn die Maske eine Auswirkung auf Fallzahlen, auf Tote. Sie ahnen schon, dass es andere Methoden gibt, um das zu wissen und dass Epidemiologinnen und Ökonometriker sich andere Methoden geschaffen haben, außer der Randomisierung, um diese Antworten zu geben. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Heute wollte ich gerne drei Methoden noch kurz vorstellen. Kurz vorstellen im Sinne von wissen, was die Grundidee ist, den Bezug zur kausalen Inferenz als Ganzes zu sehen, also letztlich zu sehen bei jeder dieser Methoden, wo kommt jetzt der kausale Effekt her? Was wird als Schätzung eines kausalen Effekts bei den drei Methoden interpretiert? Aber eben auch nur kennenlernen die Methoden im Sinne, dass wir hier heute wenig von Hand ausrechnen werden. Überhaupt werden wir sehen, dass alle drei Methoden darauf zusteuern, dass wir uns sehr viel genauer noch mit dem linearen Modell auseinandersetzen werden. Denn alle drei Methoden, die wir heute besprechen, die Instrumental Variables, die Regression Discontinuity Designs und die sogenannten Differences in Differences oder DID oder manchmal auch nur DD, die erfordern alle, dass wir das lineare Modell in Anschlag bringen, um dann letztlich Daten unter diesen kausalen Frameworks zu betrachten. Also, jetzt in diesem ersten Teil des Videos Instrumental Variables. Was hat es damit auf sich? Manchmal sagt man auch nur Instrumente. Die Ausgangssituation ist eine, die uns sehr vertraut ist, nämlich uns interessiert der Effekt eines Treatments, einer Maßnahme, einer Ursache X auf einen Outcome Y. Das kann ein bestimmtes Verhalten sein, was Menschen zeigen. Es kann eine bestimmte Erkrankung sein, die auftritt, ja oder nein. Genau, also wir haben immer diese Beziehung von X auf Y. Das ist zentral für alles, was wir hier machen. Wir wissen auch, wenn wir keine randomisierte Zuweisung machen konnten, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht Drittvariablen gibt, vielleicht eine ganze Familie von Drittvariablen, die uns die Beziehung zwischen X und Y entweder vorgaukeln, also im Sinne von es gibt gar keine Kausalbeziehung und wir haben eine vollständige Konfundierung sozusagen. Hier ist wieder das Stichwort Reichenbachs Common Cause Principle. Oder ein bisschen spannender und vielleicht ein bisschen realistischer, vielleicht gibt es den Effekt von X auf Y, aber wir können nicht durch einfache Regressionsanalyse zum Beispiel sagen, wie groß der Effekt ist, weil es eben diesen Backdoor-Path über U gibt. Und da U hier schon gestrichelt ist, sehen Sie das Problem.
Wir haben U gar nicht gemessen. Die Idee der Instrumental Variables versuche ich mal so kurz und so präzise wie möglich zu formulieren. Die Idee ist, finde eine Variable z, die auf x wirkt, die sozusagen in einer Art Experiment der Natur, könnte man auch sagen. Manchmal sind es auch Experimente der Verwaltung zum Beispiel. Oder wir werden noch ein paar Beispiele sehen. Also in einem quasi experimentellen Sinne darüber entscheidet, welche Ausprägung von x eine Person zeigt oder welche Ausprägung von x eine Person eine Beobachtung unterworfen wird. Und diese sogenannte, das ist dann die sogenannte instrumentelle Variable oder Instrumental Variable, für die wir des Weiteren gerne hätten, dass wir wirklich nach bestem Wissen und nach allen Überlegungen, die wir und unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich in dem Feld auskennen, anstellen können, davon ausgehen, dass z nur mit y zusammenhängen kann, indem es durch x sozusagen geht. Also Stichwort Mediation. Wir erwarten, dass ein Effekt, den z irgendwie zeitigt auf y, komplett mediiert ist von x und dass es also nicht nochmal irgendwelche Backdoor-Paths gibt. Das ist sozusagen auch irgendwie einsichtig. Wenn wir jetzt so ein Instrument z finden wollen, wir wissen noch nicht genau, was wir mitmachen, dann muss es auf jeden Fall so sein, dass es nicht dann wieder einen Backdoor-Path gibt über eine Art Variable U-Strich oder sowas. Das wäre jetzt nicht so zielführend. Also, wir wollen ein Instrument finden, das wirklich exogen ist, im Sinne von, dass seine Verursachung außerhalb des unserer Betrachtungen hier liegt, dass aber z wiederum dieses ja irgendwie endogene x beeinflusst. Die Idee beim Schätzen eines kausalen Einflusses ist jetzt ein bisschen vertrackt. Da müssen wir uns kurz ein bisschen dran gewöhnen. Wir sehen das aber dann aber auch noch in mehreren Beispielen und ihr werdet es natürlich auch im Seminar noch detailliert auch rechnen. Die Grundidee ist zu sagen, wenn Information von z nach y nur durch x fließen kann, dann kann ich mal damit anfangen, dass ich sage, und so geht es auch los. Ist denn Z ein Instrument? Z wäre sozusagen ein Kandidat, ein Instrument zu sein, wenn es, ja, man kann ruhig sagen, eine Korrelation gibt, eine Assoziation, eine Kovarianz zwischen dem, was in Z los ist, und dem, was hinten in Y rauskommt. Wenn die beiden erstmal assoziiert sind, kann man sagen, dann sind wir hier auf einem guten Weg. Dieser Graph sagt uns, also das sind unsere hypothetischen Überlegungen, dass das dann auch ein kausaler Pfad ist. Und des Weiteren müssen wir dann aber noch fragen, wie viel oder wie, man kann auch sagen, wie stark ist der kausale Effekt von z auf x erstmal? Also wie stark ist die Ausprägung, die ein Proband zeigt in unserer Treatment-Variable, in unserer gedachten Ursache x, wirklich abhängig oder schon zu determinieren, zu kennen, wenn man z kennt, ja. Und das seht ihr hier in diesem kleinen Graph beschrieben als zwei griechische Buchstaben, diese zwei Pfade, wenn man so will. Es gibt also einen Pfad, der von z nach x nach y geht. Den zusammen nennen wir oft Rho, als griechische Buchstabe Rho. In der ökonometrischen Literatur wird es manchmal auch als die Reduced Form bezeichnet. Ich finde den Begriff nicht so wahnsinnig eingängig, aber wir können es kurz akzeptieren. Und dann fragen wir eigentlich noch, wie viel dieses Pfades lässt sich eigentlich zurückführen darauf, dass eben z schon x verursacht hat. Das ist hier bezeichnet als Phi. Und damit sind wir eigentlich auch schon im ersten Mal durch. Nämlich wir können sagen, und das lehrt uns sozusagen diese Idee der Instrumental Variables, dass eine Art lokaler Average Treatment Effekt, also ein LATE nennt man das manchmal auch, wenn man es aussprechen würde, ein Local Average Treatment Effekt, dadurch geschätzt werden kann. Den können wir mal als Lambda bezeichnen, wenn wir wollen. Das zeigt diese kleine Formel hier unten im Bild. Dieses Lambda, wie groß ist denn der lokale
kausale Effekt, den x auf y hat, na, den schätze ich so, dass ich sage, wie viel der Kovarianz, die zwischen z, was eigentlich gar nichts mit y zu tun haben sollte, wenn es denn nicht x beeinflussen würde, wie viel diese Kovarianz lässt sich zurückführen darauf, dass z x beeinflusst. Also Sie sehen da unten quasi als Bruch einen einfachen Anteil. Wenn wir mal kurz annehmen, das sind alles z-standardisierte Variablen. Damit werden wir uns in den kommenden Wochen noch mehr beschäftigen, aber dann vereinfachen sich so Probleme erstmal auch zu reinem Verhältnis von Kovarianzen. Ja? Und dann kann man sich das auch ein bisschen fast wie so ein, ja, man kann fast sagen, wie ein R-Quadrat vorstellen, über das noch zu sprechen sein wird oder das viele von Ihnen vielleicht noch aus Statistik 2 oder aus Ihrer Grundausbildung kennen. Wie viel des gesamten Effekts von z nach x nach y kann ich eigentlich schon kennen, wenn ich weiß, dass z x verursacht hat? Das heißt, es steuert alles darauf zu, ein Instrument zu finden, das wirklich quasi zufällig entscheidet darüber, welche Ausprägung von x du zeigst. Das ist sozusagen das, was ich hier versucht habe, etwas wortreich zu erklären. Schauen wir uns ein erstes, ohne Zahlen, ein erstes inhaltliches Beispiel an. Hier ist auch ein YouTube-Video verlinkt, wo ein Kollege aus der Ökonometrie oder eine Kollegin das ganz schön zeigt. Also, die große inhaltliche Frage, die uns beschäftigen könnte hier, wäre, Kriegsteilnahme ist eine potenzielle Ursache für spätere Erkrankungen. Riesiges Thema in Amerika durch große und viele, viele Soldaten betreffende Kriegseinsätze im Vietnamkrieg in den 60ern und frühen 70ern, genauso wie dann auch nochmal im Irakkrieg und auch Afghanistan. Großes, großes Thema in der amerikanischen Gesundheitsversorgung sozusagen. Hängt denn spätere, man könnte natürlich auch sagen, posttraumatische Belastungsstörungen, letztlich damit einhergehend Depressionen, oft damit einhergehend keine Erwerbsfähigkeit mehr, hängt denn das kausal ab von dieser Kriegsteilnahme? Ja? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, vor allem dann in einer Gesellschaft, wo ja die Kriegsteilnahme selber erstmal, sollte man meinen, jetzt nicht zufällig erfolgt, sondern eine Art Selbstselektion natürlich stattfindet. Welche Menschen melden sich zum Militärdienst? Auch innerhalb des Militärs gibt es in einem gewissen Rahmen Möglichkeiten, natürlich sich freiwillig für die Front zu melden. Wir haben sozusagen so eine Variable U, die man mal generell sich vorstellen kann als Prädisposition für Depressionen, aber vielleicht eben auch Prädispositionen für das Aufsuchen dieser Krieg und natürlich auch irgendwo das Verhalten im Krieg vielleicht. Was ist die Idee einer Instrumental Variable hier? Die Idee ist zum Beispiel, dass es eine Variable gibt, die wird hier mal als R bezeichnet, die quasi zufällig darüber entscheidet, ob du in den Krieg an die Front geschickt wurdest oder nicht. Also R entscheidet quasi, verursacht W, die Kriegsteilnahme. Und zwar, wie kommt es? Im Kreiswehrersatzamt, würde man in Deutschland früher sagen, im englischen Draft Bureau, werden Nummern zufällig vergeben, sozusagen, wenn du da hinkommst. Beim späteren Einziehen oder mobil machen der Soldaten, das heißt das Entsenden an die Front oder ins Einsatzgebiet, da spielen diese Nummern auf einmal eine Rolle. Das heißt, höhere Nummern haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, entsandt zu werden als niedrigere Nummern zum Beispiel. Und jetzt sehen wir schon, wie, wenn wir uns das so anhören, wie Instrumental Variables oder eine wichtige Forderung der Instrumental Variables erfüllt ist, nämlich die Nummer, die dir ein Kreiswehrersatzamt gibt, kann doch nicht ursächlich sein für deine Depression. Außer es gibt eine Kausalkette. Nummer im Kreiswehrersatzamt entscheidet über Kriegsteilnahme, entscheidet mit, also verursacht mit die Stärke späterer Depressionen oder späterer gesundheitlicher Probleme im Leben. Ja? Und dann können wir quasi sagen, wir können jetzt fragen, wie viel des Zusammenhangs zwischen diesen Nummern und der Depression lässt sich schon darauf zurückführen, dass die Nummer die Kriegsteilnahme auch bis zum gewissen Grad vorhergesagt hat. Und das kann man natürlich durch Regression lösen. Ich hatte das hier auf dem einen Slide hier kurz unten schon gezeigt. Es wird dann oft die Technik der sogenannten Two-Stage Least Squares verwendet. Das werdet ihr im Seminar ein bisschen ausführlicher besprechen. Hat auch viele eigene
Probleme. Das ist jetzt letztlich gar nicht unser Thema heute, weil wir uns heute ja noch nicht mit dem Schätzen, also mit dem eigentlichen mathematischen zustande kommen der Werte der kausalen Schätzungen auf der Basis von Daten beschäftigen wollen. Aber die Grundidee ist genau die, die ich mit den Pfeilen hier angezeigt habe. Wir sagen für dieses Phi sozusagen erstmal eine Art x-Hut vorher. Wir arbeiten dann im Weiteren nicht mehr mit x, wie wir es beobachtet haben. Also im Beispiel mit der Kriegsteilnahme nicht, hast du teilgenommen oder nicht, sondern mit einer Art vorhergesagten Kriegsteilnahme, die wir aus der Kreiswehrersatznummer bekommen. Also sozusagen, das ist letztlich eine Stärke des Zusammenhangs. Und wenn x sehr stark abhängt von z, dann wird x-Hut natürlich dem eigentlich beobachteten x schon sehr stark ähneln. Und in einer Art zweiten Schritt, deshalb Two-Stage-Least-Squares, gehen wir dann zu unserer Outcome-Variable y und sagen die nicht aus x vorher in unserem linearen Modell, sondern nur noch aus diesem x-Hut. Also so eine Art, eine Art Proxy für x oder eine Art Ersatz für x, der wirklich nur noch aus dem besteht, was man schon wissen konnte über x, wenn man z kannte. Und aus diesem kleinen Spielchen, was viele technische Probleme hat oder auch interpretative Schwierigkeiten, aber die Grundidee ist sehr, sehr eingängig, finde ich, dass man auf diese Art mit dem Two-Stage Least Squares diesen Local Average Treatment Effekt, welchen kausalen Effekt hatte x eigentlich auf y, zeigen kann. Hier nochmal zusammengefasst quasi die drei Annahmen, über die wir hier reden. Wir reden über ein Instrument Z, das ein kausal gesprochen Vorfahr, Ancestor des uns interessierenden kausalen Pfades sein muss. Also XY, da muss es ein Ancestor Z geben. Dann sind wir im Spiel, das wäre eine erste Bedingung. Das heißt empirisch, bevor ich nicht einen starken assoziativen Zusammenhang, also eine Korrelation zwischen Z und Y habe, das war dieser große Pfeil Rho, solange ich das nicht habe, kann ich schlecht arbeiten. Dann muss ich mir ein anderes Instrument suchen. In der Praxis heißt es im Übrigen oft, dass nicht ein Instrument Z gesucht wird, sondern verschiedene Variablen Z, also ein ganzes Set von Variablen Z. Zweitens, was man Unabhängigkeit letztlich nennen könnte, das Instrument Z muss zufällig oder so gut wie zufällig zugewiesen sein. Weil das ist quasi das, was wir hier machen. Wir ersetzen, also wir haben keine echte randomisierte Zuweisung von X, aber vielleicht haben wir Z sozusagen, was quasi zufällig zustande kommt. Ja? In unserem Beispiel vorher war das diese Nummer, die ein Computer im Kreiswehrersatzamt ausspuckt, wenn du da reinmarschierst sozusagen. Ja, das ist das, was man als ein Experiment der Natur oder ein Experiment des Computers in dem Fall betrachten kann. Wir sehen gleich noch ein paar andere Beispiele. Das heißt im Übrigen auch, das kann man überprüfen quasi, das ist hier in dieser handschriftlichen Schrift hier zwischenrein gezeigt. Man überprüft es zum Beispiel, indem man eine multiple Regression macht, indem man Y vorhersagt, in einem Art Modell, wo Z dabei ist und wo Z nicht dabei ist. Und es sollte so sein, dass alle anderen Variablen quasi ähnlich balanciert sind, abhängig oder unabhängig von Z. Also dass wir sagen, Z beeinflusst wirklich nur X. Aber hat sonst keinen Einfluss. Die Gruppen, die quasi dann den einen oder den anderen Z-Wert haben, oder hohe oder niedrige Ausprägungen in Z, sollten generell vergleichbar sein. Und drittens, und das ist vielleicht das am schwersten zu zeigen, ich hatte es vorher schon angedeutet, darüber streiten sich dann Fachleute sehr stark, es darf eben nur einen einzigen kausalen Pfad von Z geben auf den Outcome Y, und zwar durch X. Und das heißt auch gleichzeitig, wenn ihr die Gutachterin oder die Gutachter eines Instrumental Variables Papers seid, würdet ihr erstmal versuchen zu fragen, ist das wirklich so? Ja? Gibt es da nicht irgendwie doch noch andere Pfade? Also ist nicht mit den Menschen, die eine andere Nummer im Kreiswehrersatzamt bekommen haben, auch noch was anderes? Also gibt es nicht andere Möglichkeiten, wie das durch andere, also so wie x, gibt es sozusagen andere Variablen, x', kann man sagen, über die wir dann doch zu y kommen. Und das wäre dann schlecht, dann wäre das sogenannte Exclusion Criterion verletzt. So, das war jetzt eine recht ausführliche Hinführung. Ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele zu Instrumental Variables noch geben. Ein erstes Beispiel geht jetzt doch in die Epidemiologie hinein, also in die Ursache von Krankheiten, und zwar ein sehr, sehr, sehr berühmter Fall. Und zwar, also ein echter Krimi, ein echter Whodunit der Epidemiologie. Nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts griff die
Cholera um sich und führte zu ja, echten Verheerungen. Ich würde jetzt mal spontan sagen, vor allem in den Großstädten Europas, vor allem auch in den Hafenstädten wie Hamburg, London. Dort schlug es früh und stark zu, die Cholera. Ich glaube, was wir heute wissen, nahm es seinen Ursprung in anderen Ländern, vielleicht in Indien und dann über Schiffswege. Letztlich fand hier ein Erreger seinen Weg. Aber ich arbeite jetzt schon wieder mit Wissen des 22. oder 21. Jahrhunderts. Für die Menschen Mitte des 19. Jahrhunderts war völlig unklar, was diesen innerhalb von 2, 3 Tagen eintretenden Tod durch Cholera eigentlich herbeiführt. Cholera, meinem Verständnis nach, vor allem dann eher auf so im Phänotyp, also das, was eigentlich passiert, eine, man könnte sagen, Magen-Darm-Krankheit mit extremem Wasserverlust der Kranken und dann relativ schneller, relativ grausamer Tod. Hier tritt auf ein Arzt, eigentlich ein Anästhesist namens Jon Snow, der heute so ein bisschen als ja, Vater sozusagen dieser Entdeckung gilt und damit auch eine Art Urväter dessen, was wir heute Epidemiologie nennen, also sozusagen, wo kommen Krankheiten eigentlich her. Was Jon Snow kurz gesagt gefunden hatte, war, um es mal von hinten her aufzuzäumen, er hat isoliert, dass es eine Kausalkette vom Wasser, von der, letztlich also der Wasserqualität zu Cholera ja oder nein gab. Und das allein war schon unklar. Die Menschen gingen damals eigentlich von aus, dass es etwas, was man Miasma nannte, so eine Art schlechte Luft gibt. Ja, schlechte Luft führt zu Cholera. Also irgendwie in bestimmten Vierteln herrscht irgendwie, irgendwas ist in der Luft sozusagen, liegt in der Luft, was dazu führt. Nicht ganz abwegig, weil genauso wenig wie man das Wasser untersuchen konnte damals, konnte man auch die Luft untersuchen und man wusste das einfach nicht. Und was Jon Snow eigentlich identifiziert hat, war, dass er hat eigentlich also eine Wasserpumpe sozusagen verschließen lassen mitten in London. Ich komme jetzt mal von hinten her. Und dann sind in diesem Viertel, was von dieser Wasserpumpe versorgt wurde, quasi weniger Cholera-Fälle aufgetreten. Aber wie hatte er das eigentlich rausgefunden? Ihm war es gelungen. Wie immer geht es erstmal mit Zusammenhängen los. Ihm war es durch hartes Zählen und von Tür zu Tür gehen und Interviews führen, war er der Sache auf die Spur gekommen, dass die Tatsache, von welcher Pumpe in London du dein Wasser holst für dein Haus oder ein ganzes Haus bekommt das Wasser von der einen Pumpe und ein anderes Haus bekommt es von der anderen, dass das einen Einfluss darauf hatte, wie wahrscheinlich man an Cholera erkrankt. Und was ihr hier in diesem Bild jetzt schon seht, ist, dass es eigentlich damals schon eine sehr liberale Wasserwirtschaft gab in London, nämlich es gab unterschiedliche Anbieter. Und zwei große Firmen, die Southwark and Vauxhall Company und die Lambeth Company. Und die waren die zwei großen Anbieter in dem Stadtteil Soho in London eigentlich. Und da war es tatsächlich so, dass es wie ein Flickenteppich einzelne Häuser fast oder Straßenzüge gab, die von der einen oder anderen Firma ihr Wasser hatten. Also was ich euch jetzt erzähle, ist schon der ganze, alles, was Jon Snow rausgefunden hat. Warum erzähle ich euch das bei Instrumental Variables? Also er konnte zeigen, dass die zwei Wasserfirmen ihr Wasser an unterschiedlichen, das war bekannt, an unterschiedlichen Stellen aus der Themse entnehmen. Die eine entnehmen das überhalb der Einleitung von ganz vielen Abwasserkanälen und letztlich wo Fäkalien in der Themse gelandet sind. Die liegen da drüber, also flussaufwärts davon. Und die andere Firma lag sozusagen flussabwärts davon, hat sozusagen, wissen wir heute, kontaminiertes Wasser eingespeist in die Versorgung mit Trinkwasser für die Londoner. Was hat das alles mit Instrumental Variables zu tun? Wir haben eine Situation, das ist hier oben jetzt in diesem DAG mal gezeigt, in diesem Directed Acyclic Graph, das ist aus dem Buch von Pearl, wo der vermutete Zusammenhang von Jon Snow letztlich war, es hat was mit der Wasserqualität zu tun. Das war damals der große Kampf im 19. Jahrhundert. Miasma, irgendwas liegt in der Luft, versus Erreger im Wasser. Und selbst wenn es Erreger im Wasser sind, die die Cholera verursachen, das wäre sozusagen unser typischer XY, direkter kausaler Pfad, dann könnte es natürlich dritte Variablen geben, wie also entweder dieses besagte Miasma, sozusagen so diese schlechten
Düfte, irgendwas in der Luft. Oder auch, wir würden heute sagen, sozioökonomische Faktoren, einfach wie es zugeht in einem Viertel, wie reinlich, was die Hygienestandards in einem Viertel sind, könnte sowohl die Wasserqualität dann irgendwie verschlechtern, wie auch eben direkt vielleicht diese Cholera verursachen. Durch seine Entdeckung, dass die Wasserfirma hier eine Rolle spielt, hat er im Prinzip ein Instrument entdeckt, eine Instrumental Variable. Jetzt können wir nochmal die Kriterien durchgehen. Das Kriterium der Quasi-Zufälligkeit war erfüllt dadurch, dass die Wasserversorgung durch diese zwei Wassercompanies quasi zufällig einzelne Straßenzüge oder einzelne Häuser in Soho erwischt hat. Und auch sinnigerweise eine Wasserfirma nur mit der Cholera was zu tun bekommen kann, indem sie die Wasserqualität beeinflusst, indem sich die Wasserqualität also unterscheidet. Also ihr seht schon, wenn Jon Snow darauf hinaus wollte, und das war letztlich sein Erfolg, dass Wasserqualität, also Keime im Wasser, was mit der Cholera zu tun haben, dann führt der Weg von der Wasserfirma zur Cholera nur über die Wasser. Qualität. Ja, hat er also quasi ein Instrumental Variable gefunden. Als weiteres Beispiel für Instrumental Variables, also er wusste natürlich nicht, dass er mit Instrumental Variables gerade gearbeitet hat, aber wir können uns das heute sozusagen so herleiten. Ein sehr kontemporäres, zeitgemäßes Beispiel, wie in der Krankheitslehre Instrumental Variables viel verwendet werden, ist die sogenannte Mendelian Randomization oder Mendelsche Randomisierung. Wenn man sich kurz an Biologieunterricht erinnert, und an Gregor Mendel war, glaube ich, sein Name, genau, Gregor Mendel, der ja die sozusagen die Vererbungsgesetze entdeckt hat mit seinen Erbsen und aufgestellt hat, dann ist natürlich Mendelian Randomization eigentlich ein naheliegender Name, denn wir wissen oder gehen davon aus, dass in der Genetik, also im Erbgut, wir es an vielen Stellen mit quasi zufälligen Prozessen zu tun haben. Und ihr seht jetzt hier schon so einen Graph, hier mal gezeigt. Auf dem nächsten Slide erkläre ich den gleich ein bisschen mehr. Die Grundidee ist letztlich wiederum die: Dich interessiert der noch nicht bewiesene kausale Zusammenhang, ein kausaler Pfad von einer möglichen Ursache. Diesem Bild hier mittig gezeigt, HDL. Was ist zum Beispiel HDL? HDL könnte also das High Density Cholesterol sein, Cholesterin. Hat das einen direkten kausalen Einfluss auf Herzerkrankungen? Das wäre die Forschungsfrage. Wir müssen davon ausgehen, dass es Konfundierende gibt, unbekannte Variablen, die dazu führen, dass du einerseits höheres Cholesterin hast und andererseits auch eine veränderte Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung zu versterben oder eine Herzerkrankung zu entwickeln. Und was ihr hier in Rot seht, ist also schon wieder die Idee einer Instrumental Variable. Lässt sich vielleicht ein Gen oder eine ganze Klasse von Genen, also mehrere identifizieren, mehrere Instrumental Variables identifizieren, die erstens, für die wir zeigen können, die haben was zu tun mit dem Cholesterin, auf Deutsch. Und dann wird es schon wieder schwierig, das ist dann das dritte, die Exclusion Criterion oder das Exclusion Restriction, die aber das ist dann wirklich natürlich Genetik, das ist genetisches Fachwissen, für die man ausschließen kann, dass diese Gene was mit der Herzkrankheit direkt zu tun haben. Und wenn das gelingen könnte, dann hätte man quasi ebenfalls wieder so ein Experiment der Natur, ein bestimmtes Gen beeinflusst die. Das Cholesterin kann aber eigentlich nicht die Herzerkrankung beeinflussen. Und wenn es dann doch zwischen diesem Gen und der Herzerkrankung einen Zusammenhang gibt, das ist dann wieder unser großer orangener Pfeil auf den vorigen Slides, dann kann es doch eigentlich nur durch Cholesterin gehen. So die Logik. Probleme sind wie immer zahlreich. Wir sind jetzt keine Genetikerinnen, Genetiker, ich schon gar nicht. Aber die Technik der Mendelschen Randomisierung wird sehr viel verwendet in dann sehr großen Studien mit, ja, ich würde sagen, Hunderttausenden oft von Beobachtungen, weil im Kern hier eigentlich quasi die sogenannten Genome-Wide Association Studies eine Rolle spielen. Also Korrelationen, kann man sagen, die eben genomweit fragen, welche Snips im Genom sind mit bestimmten Krankheiten
oder dem bestimmten Auftreten auch unseren Risikofaktoren, wie hier dem Cholesterin, assoziiert. Ich muss, damit das Ganze irgendwie Sinn macht, für diesen ersten Pfad, der hier mit 1 bezeichnet ist, also wir würden sagen, von unserem Instrument Z zu unserer möglichen Ursache X, da brauchen wir natürlich schon ein echtes, gutes Modell, das kausal ist. Wir müssen wissen, dass zum Beispiel aus Knockout-Experimenten mit Mäusen oder so, wenn ich das Gen ausnocke, kriege ich nie weniger Cholesterin. Ja? Also diesen kausalen Zusammenhang, den brauche ich. Zweitens muss ich dann wissen, dass diese Genaktivität wirklich unabhängig von meinem Confounder ist. Ich muss also wirklich davon ausgehen, dass dieses Gen, ich das jetzt als dieses Z als exogen verstehe. Also das entspricht genau den Kriterien, die wir oben für Instrumental Variables definiert hatten. Drittens, und das ist bei der Genetik besonders haarig eben, kann ich wirklich davon ausgehen, dass dieses Gen nicht doch irgendwie auf anderen Pfaden als übers Cholesterin die Herzkrankheit beeinflusst. In der Genetik spricht man da, glaube ich, auch von Pleiotropie, also letztlich unserem Eingeständnis, dass ein Gen sehr viele verschiedene Dinge in sehr vielen verschiedenen Circuits oder Kreisläufen, Wirkkreisläufen, sage ich mal, verursachen kann. Und dass das also ist oft schwierig zu verteidigen, die Annahme ist. Nichtsdestotrotz, es wird gemacht und ich habe euch hier noch ein Beispiel mitgebracht, nämlich zu unserem Leitthema quasi, nämlich ist denn jetzt das verstärkte Konsumieren von Cannabisprodukten irgendwie mit Schizophrenie, Psychose kausal zusammenhängt, also verursacht ein starker Cannabisabusus, Schizophrenie. Und ich habe euch hier ein Paper mitgebracht, wo man das ganz schön sieht. Ich habe versucht, die gleichen Farben und die gleichen Buchstaben zu verwenden und dann entsprechende Textstellen aus dem Paper rausgesucht, die das zeigen. Also erstmal werden ein paar SNPs, also Abschnitte des Genoms, identifiziert. Und wir reden hier wirklich von mehreren. Ich glaube, es waren dann 10, die hier verwendet wurden. Und es wird geschaut, haben die was mit dem hypothetisierten Outcome, unserem hypothetisierten Y, also der Schizophrenie in dem Fall, hier SZ, einen Zusammenhang. Gibt es also erstmal dieses ein von null verschiedenes Rho? Das wird quasi hier erstmal. Ach, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Seht ihr, ich habe jetzt gerade schon über den orangen Pfad gesprochen. Ja, das müssen Sie erstmal zeigen. Dann wollen Sie aber zeigen, im Sinne des Instruments, dass diese Snips, Entschuldigung, dass diese Snips den Cannabisgebrauch vorhersagen. Das ist diese interessante Sache an Genetikstudien, dass man auch für Dinge, die wir eigentlich nicht als genetisch ansehen würden, konsumierst du Cannabis oder nicht, natürlich, weil es sind auch nur Korrelationen im Ende in Genome-Wide Association Studies, natürlich kann die Datengene identifizieren kann oder SNPs, die den Cannabiskonsum sozusagen ganz gut vorhersagen. Und man spricht dann von Weak Instruments, wenn die Zusammenhänge für einen einzelnen SNP zum Beispiel nicht so irre stark sind, aber man hat dann eben mehrere. Und das könnt ihr euch jetzt wirklich vorstellen wie eine Regression. Kann ich Cannabiskonsum auf der Basis welcher Gene vorhersagen? Dann habe ich da also 10 SNPs, die das können. Das wäre dieses Phi. Ja? Und was dann passiert, ist tatsächlich das, was ich eingangs gesagt habe. Es wird im Prinzip gefragt, wie viel von Rho, also von den SNPs, von den Kandidatengenen raus zur Schizophrenie, kann ich schon erklären, wenn ich die SNPs auf Cannabis-Effekte kenne quasi. Ja, und das steht dann auch in dem Paper genauso drin. The Instrumental Variable Estimate for each SNP was generated by dividing the association, jetzt in Orange, the association of each SNP with risk of schizophrenia by the corresponding association with risk of overuse of cannabis. Ja, also das ist im Prinzip, wird also, hast du jemals Cannabis konsumiert oder nicht? Ein Fragebogen-Item, in dem Fall hier vorhergesagt aus genetischer Information. In dem Paper selbst wird uns dann quasi für die 10 Instrumente, die jetzt hier benutzt wurden, für die 10 SNPs, so wieder ein Forest-Plot gezeigt. Den haben wir uns schon mal angeschaut. Und ich habe auf der X-Achse dieses Forest-Plots wieder so ein Assoziationsmaß. Das ist in dem Fall wieder ein Odds-Ratio, wo wir sagen können, die durchgezogene Linie ist die 1. Das hieße, dieses Gen hat nichts damit zu tun.
Und wie gesagt, das Gen, die Idee ist nur Instrumental Variables, dass das Gen eigentlich was mit Cannabis zu tun hat. Ja? Und wenn es jetzt diesen Zusammenhang gibt, dann wird es hier quasi interpretiert als ein kausaler Effekt von Cannabis auf Schizophrenie. Es gibt Variationen, für manche SNPs funktioniert es besser als für andere, aber im Mittel für alle 10 Instruments sozusagen gemeinsam resultiert ein kausaler Effekt, der so die Autorinnen und Autoren von 1 verschieden ist, dessen Konfidenzintervall von ein bisschen, wirklich nur ein bisschen über 1 bis 1,14 reicht. Also ein um, könnten wir mal, wenn wir es als Risiko interpretieren, ein um 14% erhöhtes relatives Risiko. 14%. Ja, doch um 14% kann ich sagen. Um den Faktor Punkt 1,4 erhöhtes Risiko. Damit sollen es die Instrumental Variables gewesen sein. Im nächsten Teilvideo werde ich euch dann einen weiteren Versuch, ein Experiment der Natur sozusagen hier einzubauen, zeigen, nämlich die Regression Discontinuity Designs. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Warnung. Ich habe kurz hier im Video die Two-Stage Least Squares erwähnt und auch jetzt gerade in den Beispielen habe ich immer so drüber gesprochen, naja, du musst im Prinzip zwei Modelle machen. Du musst erstmal das X vorhersagen aus Z. Du musst gucken, wie viel von X schon aus dem exogenen Instrument erklärt werden kann und dann guckst du damit weiter, wie viel du in Y erklären kannst. Diese Technik hat ihre Probleme und der Kollege McElreath in seinem Buch schreibt das so schön, deshalb habe ich euch das als Zitat mitgebracht. Der disst sozusagen, kann man sagen, die Two-Stage Least Squares ein bisschen. Ist auch interessant, weil er auch kein Ökonometriker ist. Also die Ökonometriker verwenden Two-Stage Least Squares sozusagen immer als die Waffe, um Instrumental Variable Problemlagen zu schätzen. Und er sagt, das kann gut gehen. Amazingly, when the weather is nice. Also manchmal funktioniert es, aber nur weil du einen schönen Instrumental Variable Graph zeichnen kannst und das sozusagen klar aussieht als eine tolle Möglichkeit, kausale Effekte zu identifizieren, heißt es nicht, dass auch das Schätzen auf der Basis von echten Daten, messy, noisy data, das dann auch wirklich so hinhaut. Und dafür, das finde ich ein schönes Abschlusszitat für diese Problemlage hier nochmal: There are no guarantees that an effect size can be estimated just because the directed acyclic graph says it is possible. Mit der kleinen Warnung verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns dann für Regression Discontinuity und Difference in Differences Designs nochmal.